Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Damen und Herren, bitte doch jetzt mal die Gespräche einzustellen. Wir sind auf der Zielgeraden der letzten Sitzung, und ich finde, die Redner haben es verdient, dass wir noch bis zum Schluss zuhören. So, Kollegin, bitte schön. Ja, das gilt auch für die Herrschaften dort hinten. Es ist nicht nur eine selektive Wahrnehmung. Ist meine Zeit schon gelaufen? Ich bitte mir die. Na doch, ich sehe das ja hier. 250.000 Kinder und Jugendliche in Berlin sind arm. Das ist jeder Dritte unter 18 Jahren. Hinzu kommen Tausende, die in Familien leben, in denen die Eltern zu den sogenannten Geringverdienenden gehören. Sie gehören zu den Schülerinnen und Schülern, die gegenüber den anderen benachteiligt sind und weniger Bildungschancen haben. Sie erreichen oft keinen oder geringere Abschlüsse als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Das gilt übrigens in ganz Deutschland, besonders aber in den Großstädten und auch in Berlin. Und das in einem der reichsten Länder dieser Welt. Das ist beschämend, und das muss verändert werden. Herr Graf sprach ja heute wieder über das drohende Szenario der Einheitsschule. Gemeint ist sicherlich die Gemeinschaftsschule, Herr Graf, ne? Und schmiss sich hinter den fahrenden Bus bezüglich der Gymnasien. Zu letzteren ist mir übrigens nicht bekannt, dass sie sich in irgendeiner Gefahr befinden würden und abgeschafft werden sollen. Oder habe ich irgendwas verpasst, Frau Senatorin? Nö. Und in dem Zusammenhang muss ich mal sagen, keiner will diese Schule gegenwärtig abschaffen. Was abgeschafft gehört, ist das Probejahr an den Gymnasien. Aber ich sehe hier auch einen Bildungsauftrag für mich. Und da würde ich gerne mal der CDU zumindest sagen, diese Schule, die Gemeinschaftsschule, von Ihnen häufig als Einheitsschule abqualifiziert, das ist eine völlig ahnungsfreie Einschätzung. Ja, die Gemeinschaftsschule ist eine Einheitsschule, und zwar im besten Sinne, nämlich in dem, wie sie Wilhelm von Humboldt schon in seinem Schulgesetzentwurf für Preußen von 1819 forderte, eine Einheitsschule, die jedes Kind individuell fördert. Nicht umsonst hat sich ja eine der erfolgreichsten und übernachgefragten Gemeinschaftsschulen im Prenzlauer Berg diesen Namen gewählt. Sehr geehrter Herr Graf, werte Damen und Herren der CDU, Sie beklagen überall, dass zu wenige Schülerinnen und Schüler einen Abschluss erreichen, dass die Lernerfolge bei Vera nicht hoch genug sind. Und auch Sie wissen, dass der Bildungserfolg in hohem Maße von der sozialen Herkunft abhängig ist. Sind Sie wirklich der Meinung, dass das Gymnasium diese Probleme der Bildung in Berlin lösen wird? Mit Sicherheit nicht, um mal eines Ihrer Lieblingsworte zu gebrauchen. Also müssen wir was Neues wagen. Ein Weiter-so kann es nicht geben, sonst ändert sich nichts. Unsere Berliner Gemeinschaftsschule hat sich in der achtjährigen Pilotphase bewährt, attestiert durch eine exzellente wissenschaftliche Begleitung. Der im April 2016 vorgelegte Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung bestätigte mit noch größerer Deutlichkeit als die vorangegangenen Zwischenberichte, dass es der übergroßen Mehrheit der Gemeinschaftsschulen gelingt, den Bildungserfolg ihrer Schülerinnen und Schüler von der sozialen Herkunft abzukoppeln und sich zu Schulen für alle zu entwickeln, in denen alle erfolgreich lernen können, hochbegabte Kinder genauso wie Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und alle anderen. Lerndefizite, wie sie in den zurückliegenden Jahren durch Vera 3 und 8, zum Beispiel in Deutsch und Mathe, erkennbar wurden, sollten uns geradewegs zu Gemeinschaftsschulen führen, denn hier wurden nachweisbar große Erfolge erreicht. Mit dieser Schulgesetzänderung, die wir beantragen, wird die Gemeinschaftsschule als
übergreifende Regelschule in das Schulgesetz aufgenommen und umfasst somit alle Schuljahrgänge von Klasse 1 bis zu einem Schulabschluss, also auch bis zum Abitur. Leider fehlt mir jetzt die Zeit, auf den heute in der FAZ erschienenen hanebüchenen Artikel eines ehemaligen Gymnasiallehrers einzugehen. Also wer dazu Fragen hat, kann sich aber gerne an mich wenden. Die Berliner Gemeinschaftsschulen sind in ihrer Mehrheit hoch und über nachgefragt und bei den beteiligten Eltern, Pädagoginnen und Schülerinnen und Schülern hoch akzeptiert. Aus diesem Grunde kann man die Pilotphase für beendet erklären und den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern ein reguläres Angebot im Berliner Schulwesen entsprechend empfehlen. Also kann ich nur sagen, bestanden mit guten und sehr guten Noten und deshalb und weil die Gemeinschaftsschule eine Antwort auf die bisher ungelösten Aufgaben in der Bildung dieser Stadt sind, kann und soll sie jetzt Regelschule werden. Das ist unser Ziel und dafür werbe ich um Unterstützung.